Naja, ich weiß nicht, ob jetzt 1148 das richtige Passwort war. Du kannst aus Gründen auch nicht nachschauen. Ich selber weiß zwar nicht, was für Gründe, aber Gründe. Muni wieder wechseln. Ah, hier kann man jetzt gleich schon Mr. Fetti. Flintmunition ist das letzte, was ich gegen den Fettsack brauche. Was für Munition? Flintenmunition. Flinte ist doch gut. Maus und Tastatur wären gut. Auf Wiedersehen, Muffin LP. Auch gut. Ich bin aus irgendwelchen Gründen wieder aus dem Stream raus. Tschüss, Muffin. Ich weiß nicht, ob meine Munition reicht, um den Fettsack zu töten. Was willst du? Wen willst du töten? Den Fettsack. Ich weiß nicht, ob meine Muni dafür reicht. Welche Muni? Ich habe 9 Shotgun-Schuss, 650 Flammenwerfer und 4 Pistolenschuss. 3 Pistolenschuss. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Der Hurensohn dann halt doch ein bisschen was aushält. Ich trau mich einfach nicht, in dem Lukas-Abschnitt auch nur eine Kiste aufzuprügeln, ne? Also du kannst von mir aus vor jeder Kiste so lange stehen bleiben, bis du bei mir so weit nachgeladen hast, dann kann ich umgemacht oder nicht, weil das weiß ich mittlerweile auswendig. Ah, ich schieß einfach drauf. Mit der normalen Pistole. So, wir werden uns jetzt nochmal neu rüsten. Also ich habe unendlich von allem. Hast du jetzt eigentlich mal probiert, was besser ist? Mannstopp oder Flammen? Mannstopp oder Flammen? Ja, die Granaten für die Granatenwerfer. Achso, Flammen. Mannstopp hält den für ca. 2 Sekunden, nicht mal anderthalb höchstens, an seinem Ort und dann rennt er einfach weiter. Also richtig unnötig, sagst du. Ja, die Flammen, da zappelt er wenigstens noch und rennt nicht direkt wieder auf dich zu. Ja, und wahrscheinlich vom Schaden her dann auch nochmal ein deutlicher Unterschied, oder? Ja, natürlich. Die Flammen sind natürlich auf Schaden ausgelegt. Ich will aber wissen, wie schnell ich laufe. Geht. So. Ist ganz in Ordnung. Ja, für einen Speedrun oder so, also wenn alles in einem Speedrun erlaubt ist, dann sind diese schnellere Bewegungen, also diese dieses eine, wo die Frage ist, wer macht die Regeln für den Speedrun? Ja, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche. Je nachdem, ob du wirklich sagst, oder das Spiel an sich so schnell wie möglich durch, oder ob du sagst, das Spiel, als würdest du es das erste Mal spielen, so schnell wie möglich durch. Ich persönlich fände das Spiel, wie es das erste Mal wäre, interessanter. Ja, dann bist du halt viel mehr darauf angewiesen, auch an diese Viecher wahrscheinlich einfach vorbeizurennen, anstatt sie zu töten. Das nimmt ja auch extrem viel Zeit, weg, da drauf zu ballern. Ja, außerdem auch.
Außerdem nee, gleichzeitig die ganze Zeit Munition und sowas aufheben, nimmt auch ultras viel Zeit weg. So. Die Munition ist zwar jetzt wertvoller, aber hey. Ja, die ist nicht mehr so wertvoll, die kann ich changen. Das habe ich jetzt eigentlich schon alles freigeschaltet. Das Wesen der Verteidigung. Produziert den erlittenen Schaden beim Blocken maximale Wirkung, die Geheimnisse der Verteidigung bei sich tragen. Ich frage mich, ob ich noch Schaden kriege damit, wenn ich beides habe. Weil ich habe beides. Glaubst du, ich kriege damit noch Schaden? Die Frage ist einfach, also durch Molded weiß ich es jetzt nicht. Das könnte sein, dass du durch Molded wirklich so gut wie gar keinen Schaden mehr kriegst. Obwohl auch zumindest die fetten Moldeds haben auch die Griffattacke, womit du, die du halt nicht blocken kannst. Also dadurch würdest du wahrscheinlich immer Schaden bekommen. Okay. Ich sammle gerade Münzen. Das ist der einzige Grund, aus dem ich das hier gerade mache. Das heißt, ich brauche eigentlich nichts einsammeln, da ich eh unendlich Money habe. Warum liegt hier Stroh rum? Warum habe ich eine VR-Brille auf? Das hätte ich jetzt sagen können, aber ist mir nicht eingefallen. Oh Gott, ich hasse dieses fette, hässliche Mistding, Alter, ey. Wo ist es da? Du musst dann, wenn du irre neu spielst, wirklich wieder Wetten machen. Die Explosion der Batterie schleudert ein. Mit der VR nicht weg. Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben Regeln. Beim ersten Mal bin ich umgeflogen. Du mich auch. Wie du dein Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann, Ethan. Das muss wehtun. Aua. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch von den Finger umziehen. Ja, und ich habe bereits gewonnen, du holst von einem Hals. Fettsack ist tot. Er war sowieso nie mein Favorit. Weißt du Bescheid? Fettsack ist tot! Ja, was ach, ist er war sowieso nie mein Favorit. Ich muss echt zugeben, ich mag den siebten Teil, der ist echt gut gemacht, also echt gut gelungen. Ja gut. Oh scheiße, mir fällt gerade was ein. Ich habe die Burst der VHS nicht angeguckt. Ich kenne gar nicht musst den. Musst du nicht. Ja, aber ich weiß musst die Kombination nicht. Loser ist die Kombination. Also, ja, die Kombination. Ja, schon mal, ich brauche ja nur das, ne? Ich brauche ja gar nicht den. Ja, mehr brauchst du nicht. Du brauchst nur da ist ja nur die Voodoo-Puppe drin in dem erste Hilfe-Ding, stimmt. Stimmt. Ne, ich hab gedacht, ich müsste da gerade noch was rausholen, aber ich brauche ja nur Dings. Mit den Walking-Schuhen bist du so schnell wie Jack. Also exakt gleich schnell, weil Jack ist ja sonst schneller als du. Oh, endlich kann man den Hurensohn wegrennen. Dafür musst du das Spiel in dem Spiel halt erstmal alle Mr. Everywhere zerstören. Ja, das ist ja nicht das Problem. So, da ich jetzt eh alles ablegen muss. Wenn du da durchgehst, ne, und noch irgendwas holen willst, dann musst du das machen, bevor du da durchgehst. Ja, wenn du jetzt irgendwie noch was brauchst oder so, irgendein Collectible oder so, falls du das noch haben willst, du so, kommst nee, das, nicht mehr zurück. Das ist mir in diesem One scheißegal.
Scheiße. Ich hab schon wieder die Kombination irgendwo übersehen. Ja, welche ist es denn jetzt? Ja, ich hab sie wie gesagt übersehen. 7500. Ja, das ist dann die dritte. Dann wäre 1148 die zweite gewesen. Wir sollten die mal notieren und mal gucken, wie lange wir dieses Spiel treiben können. Ja, stimmt. Ich schreibe mir das jetzt auch auf, weil ich meine, ich mache das ja gleich nochmal. Ja, dann schreibt ihr die Kombination mal auf und dann, wenn ich den nächsten Normal One mache, gucken, wie weit wir damit kommen. 1146 war der zweite, ne? Und du warst 7500. Ja, 7500, die ich jetzt eingebe. Okay. 7500. Wenn man die Sachen übrigens vorher schon ablegt, steht der nicht am Gitter und nervt einen. Mach zu. Schönen Tag noch. Ja, komm, gib mir die Kerze. So. Da muss ich lang. Ich habe auch beim ersten Mal gedacht, dass es total gefährlich ist, die Kerze hier anzulassen. Wegen dem Gas. Das ist ja kein Gas, das ist ja nur Luft. Das ist ja nicht mehr Sauerstoff, es ist ja wirklich Luft. Sicher? Ja. Schwebt der Ballon danach nicht? Der Ballon, ah, nee, der explodiert da einfach nur. Da sind noch Nägel drin. Naja, der explodiert da einfach nur. Ja, da sind Nägel drin in dem Ballon, die tun dir weh. Alter, ich bin jetzt gerade so hardcore verwirrt, weil ich nichts sehe, weil es hier so arschdunkel ist. Wieso kann ich das Seil nicht anzünden? Das ist doch kacke. Muss ich jetzt einmal hier in diesen Kerzenraum rein? Ah, jetzt ist hier auch Licht an. In Ordnung. Was willst du davon, mit dir ein kleines Spiel spielen? Du musst endlich die Kerze anzünden und sie in die Karte stecken. Ja, leck mich am Arsch! Ethan! Ethan! Wir haben Kinder! Ich heb so ein Bild von Lucas auf, da steht erstmal drunter, er sieht ziemlich arrogant aus. Wir haben Kinder, irgendwo. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe nur ein Item, welches will ich wohl damit kombinieren? So, rein hier. Offen. Weißt du, ich kann mir aus irgendwelchen Gründen diese Kombination voll gut merken, weil 1408 und 1146 hatte ich einfach im Kopf. Und ich weiß nicht warum. Ich hätte jetzt gedacht, du könntest die Loser sehr gut merken, da wüsste ich aber auch warum. Haha. Du musst dir einfach deine eigenen Witze bereitlegen. Ja. Bin ich gerade völlig bescheuert? Ja. Guck, ich muss es mir wenigstens nicht bereitlegen. So. Nee, brauchst du auch nicht, weil ich es ja für dich tue. Aber du hast recht, die hätten echt Ethan als Easter Egg machen können, weil es fehlen ja teilweise Buchstaben in den Dingern, ne? Ja. Ich denke mal, dass Ethan überhaupt geht, ist auch so gewollt. Ich finde es ja so schön, wie Ethan sogar tatsächlich. Ich habe keinen Schatten. Okay, wie Ethan tatsächlich sogar nass ist. Du hast einen Schatten normalerweise. Also, jetzt gerade als ich das Ventil gedreht habe, hatte ich rechts am Ventil keinen Schatten. Und sonst? Ich meine, du hast keinen Körper, wenn man das so sieht. Du hast nur zwei Arme. Ja, ich glaube nicht, dass ich einen Schatten habe. Aber zwei Arme. Gegangen, oder? Ah, nee, doch nicht. Passt. Weißt du, ich habe gerade angefangen und brauche schon ein größeres Inventar. Ich habe ein größeres. Ja, ich krieg halt so viel Scheiße geschenkt mittlerweile. Die war für dich
gesehen, verdammt nochmal! Ah ne, jetzt kann ich leider nicht mehr da dran. Oh Gott, ich bin kurz vom Jack-End-Boss. Mia! Mia! Obwohl, nee, dauert ein bisschen. Wer bist du? Wo seid ihr? Ich bin kurz davor. Wenn du gerade das Rätsel gelöst hast. Ja, ich hab gerade das Rätsel gelöst. Aber ich muss die doch noch am Dock treffen, oder nicht? Furchtblut, Ethan. Was willst du, Vater? Ja, du musst noch über die Zeug schrauben. Ach, warte mal, die sind am Dock, ne? Oh Gott. Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ist das jetzt schlimm, dass du kurz vorm Ende bist? Ich schau. Ich hab keinen Bock auf den nächsten Boss. Wenn du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir. Vor allem, weil das ein Boss ist, wo du viel drum rumrennen musst, eigentlich. Und ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Das Ding mit. Ich frag mich, wie man das Spiel überhaupt am PC mit VR spielen soll, wenn man mit Tastatur und Maus spielt, zumindest. Wahrscheinlich ist das der Punkt, wo sie jetzt eingreifen, weil sie die Steuerung auf die HTC Vive und die Oculus umprogrammieren. Na, HTC Vive hast du ja auf jeden Fall schon mal die Dinger mit, die... Genau, Du halt nur ein Steuerungselement hinzufügen, das wäre alles. Das sind ja, keine Ahnung, wie viele Knöpfe hat er, so viele Befehle müssen sie hinzufügen. Ne, die Sache ist ja auch, ob sie vielleicht dann wirklich machen, dass du die Arme bewegst, weil ich bewege ja meine Arme an sich nicht. Ne, das wäre natürlich wieder was anderes, aber... Ist ja eigentlich hauptsächlich, weil sie einen Exklusivvertrag haben. Ja gut, wahrscheinlich, ja. Instinkt, Nachladen, Flintenmunition, Pistolenmunition, Brenner, Messer. Ich habe die falsche Flinte mitgenommen, sehe ich gerade. Albert. Es gibt aber auch nur 3 Schatzfotos, oder? Ich glaube schon. Kurbel. Ich könnte die defekte Pistole gleich auch einfach mal reparieren. Ammunition. Fick dich, ich verfehl den auch noch eh. Ich würde echt gerne mal die Schadenswerte der einzelnen Waffen sehen, muss ich zugeben. Ob die gebrauchte, defekte Pistole besser ist oder nicht. Gibt es wahrscheinlich irgendwo online einzusehen. Ich denke mal, das haben sie schon irgendwo ausgegeben als Zahlen. Ja, spätestens in einem Lösungsbuch wieder. Es gibt Lösungsbuche zu den Spielen? Es gibt Lösungsbuche zu den Spielen? Zu Resident Evil 5 und 6 habe ich hier rumliegen. So schöne Hardcover-Lösungsbücher. Sind recht Hauptsache, es war Geld ausgegeben, ne? Die sehen recht geil aus. Leider habe ich über das Resident Evil 5 Lösungsbuch Eistee verschüttet. Ich mochte Eistee noch nie. Ja, danach ging mir auch die Lust nach Eistee weg. Einfach. Auf Irrenhaus kommt Jack instant nach oben, aber dafür kommt er nicht, wenn du die Holzstatue nimmst. Hä? Wie, was, wovon redest du? Wenn du... Er ist gerade durch die Wand gegangen. Warte, du musst gerade... Okay. Wenn du auf Irrenhaus spielst, dann musst du ja anfangs für den Adler so eine kleine Holzstatue finden, ne? Im Badezimmer. Ja.
Ja, und wenn du da dann rausgehst, dann kommt ja normalerweise Jack, ne? Er steht in der Tür. Ja. Er packt dich. Er kommt direkt, wenn du nach oben gehst. Dafür kommt er dann nicht, wenn du rausgehst aus der Tür. Okay. Weil da siehst du normalerweise diese Szene, wo er seinen Kopf regeneriert. Ja, das siehst du halt auf ihrem Haus nicht. Du musst auch den Skorpionschlüssel, den musst du dir vermünzen. Ja, das hattest du mir schon mal gesagt beim letzten Mal. Es ist so behindert. Brennstoffmunition, erste Hilfe. Den Scheiß. Das Einzige, was ich sammeln sollte, wären eigentlich flüssige Chemikalien und Kräuter. Flintenmunition. So, gucken wir mal. Wenn die Anzeige zu weit oben links ist, dann kann ich sie nicht richtig lesen. Ist das dumme dran? So. Da ist so einer. Auf dich habe ich keinen Bock. Ich krieg jetzt schon diese vierbeinigen Moldeds als Gegner. Ich war noch nicht mal im Keller. Gut. Ich bin der Flammenwerfermann. Ich hab 6 antike Münzen drauf. Ich geh jetzt erst in den Keller rein. Brenne, mein Freund, brenne. Ich mag es, wenn Bastarde brennen. Du machst gerade Jack, ne? Nee, ich bin noch nicht so weit. Also ich bin gleich da. Ja. Ja, dann kannst du auch das Showy-Ending machen. Dann bist du so weit in den Showy. Ist das nicht toll? Kackvieh, wie viel hält es aus vom Flammenwerfer? So, was hast du gesagt? Nix! Nee, sag mal. Nichts Wichtiges. Das Problem ist nämlich, wenn die Kampfmusik anfängt und hier wirklich so eine Hektik ist, höre ich dich, also verstehe ich dich nicht. Dann stell die Musik leiser. Also der Verteidigung bitte, verbessert die Verteidigung. Ich kann meine Verteidigung. Die geheimliche Verteidigung und das Wesen der Verteidigung. Aber ich muss das Eis der Verteidigung. Ich dürfte nachher echt keinen Schaden mehr kriegen, auch wenn ich auf Irrenhaus spiele. Also ich bekomme, wenn ich abwehre, momentan mit dem Geheimnis der Verteidigung relativ wenig Schaden. Ich habe ja noch das Wesen der Verteidigung dazu. Und ich spiele auf Irrenhaus. Naja, ich habe ja nur, momentan nur das Geheimnis. Also ich habe jetzt gerade irgendwie 7 oder 8 Treffer abgewehrt und bin jetzt erst bei Gelb. Ich bin ja auch in dieser Kackstelle gewesen. So, jetzt muss ich Jack nochmal besiegen, weil ich die scheiß Shotgun haben will. Wo irgendwo lag die Holzschotgun, die war noch. Aber wo? Kann es sein, dass ich diese Beutel beim letzten Mal übersehen habe? War ich echt so dumm? Bin mir nicht sicher.
zwei Schüsse auf Ehrenhaus in Jacks Kopf, damit ich ihn betäuben kann mit der guten Munition. Das ist eigentlich recht wenig. Beste Freunde, oder? Ja, gleich und gleich gesinnt sich gern, kennt man ja. Eins, zwei. Wieso nur zwei? Wahrscheinlich auch das Einzige, das du erkennst, während du eine VR-Brille aufhast, dein Mülleimer. Ja, ich erkenne alles, was ich berühre. Die Sache ja, ist, ja, 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 ja. Es ist halt recht merkwürdig, wenn man in der echten Welt auf einmal was berührt, aber was ganz anderes sieht. Natürlich ist das komisch. Was erwartest du denn? Ach, ganz normal. Wen stört's? I don't care. So, noch ein davon. Mann, mein Inventar ist voll und das mit den Standard-Items. So. Und das, obwohl ich keine Munition mitnehmen muss. Das ist so krank. Ich habe so viel Scheiße. Also, was brauche ich denn jetzt noch? Den Arm muss ich mitnehmen. Granatwerfer will ich mitnehmen. Ich sollte hier mal sortieren. Ich weiß, man kann diesen Jack-End-Boss, den ich jetzt mache, das ist ja das dritte Mal, theoretisch auch mit dem Messer machen. Theoretisch? Ja, ich traue mich das nur nicht in VR. Hast du den gemacht, den mit dem Messer, oder wie? Auf dem PC könnte ich mal vorstellen, probiere ich das vielleicht irgendwann mal. Aber nicht in VR. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe leider nicht sonderlich viel Munition. Finden Munition geht, davon habe ich gut was dabei. Also ich habe unendlich Muni. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Granaten der nochmal ausgehalten hat. Ich könnte mehr Muni noch herstellen. Kannst du mal eben gucken, welche Pistole am meisten Schaden macht? Du willst das unbedingt wissen, ne? Ja, ich will das echt wissen. Ich habe alle drei Pistolen. Mir würde nur die Magnum fehlen, aber die hat einen anderen Munitionstypen. Where is he? Und schon was gefunden. Morphin. Moment eben, Leute. Ich lasse das Spiel einfach mal für euch weiterlaufen, damit ihr noch was seht. Muffin.
Ah, Moment. Ich nehme das Headset ab. Ja, das ist super, dass ich das sage. Was machst du? Hörst du mich? Ja, warte, jetzt bist du gerade wieder am Reden. Ich habe das Headset gerade nicht offen. Gut. So, jetzt höre ich dich wieder. Gut. Mein Mikrofon hat sich ausgesteckt, dadurch wurde es automatisch beim Einstecken als neues erkannt, dadurch musste ich ein neues Mikrofon angeben. Ah, okay, okay, okay. Hast du denn jetzt was in Erfahrung gebracht wegen Munition? Oder wegen? Also die Albert ist in keinem Vergleich mit dabei. Und von denen, die verglichen wurden, also und die Albert ist die M19 die stärkste. Und die Albert, die finde ich aktuell noch nicht. Die M19? Ja, die, die du reparieren musst. Moment, ist gerade wieder unscharf. Stats finde ich gerade keine. Schärfer. Eine relativ kraftvolle. Hier steht nämlich überall nur All Weapon Locations. Relativ kraftvolle Pistole. Dennoch enorme Feuerkraft. Boah, ich weiß es auch nicht, ey. Ich kann es echt nicht sagen. Du musst einfach schauen, mit welchem du mehr Schüsse auf den Kopf brauchst. Ah, kurz kratzen. Oh, wie lange das Speichern aber auch wieder dauert, ey. Wenn man bedenkt, dass es eine Zeit lang. Eine Zeit gab, wo das einfach instant passierte. So. Wie meinst du, dass eine Zeit, wo das instant passierte? Das Speichern halt instant passierte. Ja, weil nicht 20 GB große Dateien gespeichert werden mussten. Da war jetzt keine ernst gemeinte Zahl. Ich wollte gerade sagen, bevor du mich jetzt wieder anscheißt, so große Dateien werden nicht gespeichert. Nee, nee, nee. Ja, ist ja auch so. Sie sind ja nur ein paar Megabyte groß. So, Mia. Hat Pedro noch was? Kann ich schon von... What the fuck? Alter, warum verziele ich denn gerade, ups, so hart? Gut, ein Schatzfoto habe ich. Na gut, schneiden wir sie los. Wir schneiden zuerst dich los, Zoe. Okay, könnt ihr gar nicht. Wir schneiden zuerst dich los, Mia. Wenn du das Zeug dabei hast, kannst du Zoe als erstes losschneiden. Nein, kann das ich nicht. Oft genug gemacht. Ich kann Zoe nicht als erstes losschneiden. Ich hab's ja schon getan. Bei mir geht's nicht. Bei mir schon. Ich bin gerade zu Zoe gegangen. Das geht nicht. Ich musste erst. Zoe hin. Geht. Zoe, ich. Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja. Junge, ich hab das Spiel viermal durchgespielt. Glaubst du, ich hab das noch nicht gespielt? Guck doch heute den Stream. Ich bin zuerst zu Zoe gegangen. Sadie kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Ach, wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Denk mir schon, warum kämpft ich aber der war tot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber sie hat die beiden Dinger echt einfach in den Mixer gelegt? Eins davon ist meins. Hallo. Boah, bist du hässlich, Paul. Zoe, schleppt deinen Arsch zurück ins Haus. Oh Gott. Kümmere ich mich. Ja, nicht so wackeln, bitte. Ich hab die VR-Brille auf, nicht so wackeln. Arschloch. Meine Tochter weg ins... Lol, ich hab einen Schuss gebraucht, um ein Auge zu platzen zu bringen. Die neue Shotgun.
Alter! Ich habe so wenig Inventarplätze frei, ich kann auch nichts wegwerfen oder so, dass wenn ich da jetzt runtergehen würde, ich stuck wäre, weil ich die Kettensäge nicht nehmen kann. Und ich kann das Zeug halt auch nicht wegwerfen, das ich gerade dabei habe. Alles. Scheiß auf die Kettensäge, du hast unendlich Muni. Ja, aber ich brauche die 100 rauszuholen. So, ja, klar. Deswegen wäre ich da stuck. Mit der Shotgun weggehen. Oder nur die Shotgun weg tun, aber ich glaube, da ist Messer und Pistole besser. Dieser Endboss-Kampf ist eigentlich so einfach. Das Auge unterhalb seines Schwanzes schon kaputt. Keine Sorge, Jack, ich hatte ja eigentlich ursprünglich vor, dich zuerst zu töten, anstatt deine Frau. Aber irgendwas ging dabei schief. Seine Frau ist ja, wie gesagt, eigentlich die einzige, die wirklich stirbt. Ist ja die einzige, die wirklich zerfällt. Jack kommt ja später immer noch mal wieder, obwohl er zerfallen ist. Das ist ja nur so ein Gedankenabbild von dir. Bist du sicher, dass es kein richtiges Flashback ist? Ja. Weil ich das ja in der Grütze da erlebe von Dings, von Eve, während ich da ja eingesperrt bin. Fuck. Boah, muss ich hochgucken, Alter, ich bringe mir nur das Genick beim Endbosskampf hier hin. Fuck. Du kannst dich ja hinlegen. Ah, fuck! Die wollen mich ärgern! Weißt du, ich geh mein Inventar entleeren, damit ich Platz dafür habe, dann finde ich eine Münze. Wärst du einfach mal wieder runter? Warte, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Oder? What? Ich bin fast tot! Warum? Er hätte mich aber treffen müssen dafür. Ja, klar. Ich hab mein Nachladen abgebrochen. Man kann einfach nicht ausweichen mit der VR. Warum? Ich glaube die Chats buggen. Ich würde sie das wahrscheinlich schreiben. Was ist? Ich glaube, die Chats buggen, weil Lady Bailiff hat gerade einfach random zwei Fragezeichen geschrieben. Was wohl heißt, dass sie irgendwas gesagt haben wird davor? Ich guck mal gerade. Das letzte, was ich von Lady Bailiff sehe, ist Test. Und davor sehe ich nur Wiedersehen. Und Willkommen. Okay, dann passt das eigentlich alles. Also ich meine, du kannst natürlich gerne nochmal gucken. Also bei mir schätze ich nur das gerade. Also ich bin jetzt gerade auf Twitch, da wird es ein bisschen anders, als bevor ich jetzt habe. Da steht Test auf Wiedersehen machen, okay, ihr wollt mehr von mir sehen, aber ich bin nicht auf YouTube, willkommen zurück, Mills,
Miro of Soul oder wie sowas. Wiedersehen, Miro of Soul. Kommt zu uns, und lasst ihn filmen. Auf Wiedersehen, Miro of Soul. Und dann schreibt ihr die Band, die Beine auf der Zeit. Du bist jetzt Teil davon. Wo auch immer die sind. Er geht in die letzte Phase. Aber ich habe rote HP, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ja, das sollte warten. Was läuft? Noch was ist passiert? Los. Ich hab Jack doch beim ersten Mal besiegt. Cool. Hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Ich hab gerade den Kettensägenkampf mit Jack beim ersten Mal auf Ehrenhaus geschafft. Also ganz im Ernst, jetzt wo ich weiß, wie dieser Kettensägenkram funktioniert, finde ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr schwierig. Also ich hab ihn jetzt aber noch nicht auf Ehrenhaus probiert, muss ich zugeben. Er hat viel mehr Leben. Ich meine, ich habe unendlich Muni und ich habe gerade richtig viel von der verbesserten auf ihn draufgehauen. Mit der Shotgun habe ich 4 Schuss auf ihn seinen Kopf gesetzt und er ist nicht umgefallen. So, jetzt kommt gleich wieder die wunderschöne Entscheidung, die ich treffen muss. Jetzt nimmst du aber mal die mit den größeren Brüsten. Jetzt ist nur eins. Da gibt es einen Unterschied? Ja! Zoe hat größere Brüste als Mia. Bei mir ist alles, was die hat, ABH. Zoe hat wenigstens Brüste. Was zur Hölle machen wir jetzt? Naja, aber minimal. Mia hat halt wirklich nur ein BH da. Das ist das Einzige, was bei dir absteht. Also Zoe trägt gar kein BH. Und die hat ohne BH mehr als Mia mit. Ja, Zoes BH hängt ja noch im Wohnwagen. Aber daran sieht man auch, dass er halt nicht sonderlich groß ist. Boah, ey, die wirken so unglaublich klein, wenn man auf einen Stuhl sitzt und sich das anguckt. Alle am Rumstöhnen sind vor mir. Ja, ich hab die Spritze, ne? Wer will den nächsten Schuss von euch, ne? Okay, jetzt aber hier, nimm. Nein! Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden. Hier. Mir voll am Ausrasten, ne? Mein Platz ist hier. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ich habe noch einen Job zu erledigen, okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ab jetzt kommt neuer Content für mich. Naja.
Ich sag mal nix. Aber ich muss zugeben, ich hätte an sich theoretisch auch Zoe genommen, weil sie ist halt die, die uns hier rausführen könnte und sie dürfte länger infiziert sein. Als mir. Du hast ja die Bootszene schon gesehen, soweit ich weiß, ne? Ich habe nur ein Bild gesehen, mehr habe ich nicht gesehen. Keine Spoiler jetzt, bitte. Ich frage mich, an welcher Stelle der Bootszene das war. Boah, warum habe ich so einen Hardcore-Tunnelblick, ey? Ein Hardcore-Was-Blick? Tunnelblick. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Weil du es kannst wahrscheinlich. Mia nützt in ihrem Zustand niemanden. Boah. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück ist? Raus. Mia nützt in ihrem Zustand niemanden. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. Wo hat es angefangen? Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Der Granatenwerfer liegt auf ihrem Haus im Wohnwagen einfach rum. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Evie! Zoe! Zoe! Was zum Teufel? Und? Ja, ich schwimme gerade eine Runde mit Zoe. Du schwimmst mit Zoe? Ja. Mami. Muss ich mir angucken. Ja, ist schon vorbei. War nur eine kurze Szene. Als wir vom Boot geschubst wurden, bin ich mit Zoe geschwommen. Wie, was? Ich muss jetzt trotzdem Mia spielen? Ja. Wie dumm ist das denn? Euer fucking Ernst? Wie? Die waren ein bisschen faul bei dem Ende. Ja, aber richtig. Ich meine, wie kommt jetzt mir überhaupt hier hin und was soll denn der ganze Kack da nicht? Das haben wir auch gedacht, ey. Du spielst jetzt eben bis zu dem Punkt, dass du Ethan findest, exakt dasselbe. Wie dumm ist das denn? Das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich so komisch auf deine Frage, ob es leichter oder schwerer oder länger oder kürzer ist, so komisch reagiert. Du spielst wirklich eins zu eins dasselbe bis zu dem einen Punkt. Dann kommt noch mal was anderes, was ich dir jetzt nicht verraten werde. Schnuckelputz. Also das finde ich jetzt wirklich eine sehr faule Arbeit, dass man dann hier einfach mit Mia weitermacht. Sie hätten ja wenigstens auf Zoe wechseln können, ne? Aber was ist denn... Ethan? Lebt Zoe bei dir noch? Nein, nein. Ethan! Ich denke mir schon, weil ich was jetzt so beschützt habe. Und hab mir gedacht, es ist doch bei dir auf dem Playstation jetzt echt noch ein anderes Spiel als bei mir am PC. Sie schwamm neben mir im Wasser, als sie so eine Steinstatue. Ich habe ja nie gesagt, dass ich lebendig mit dir schwimme, oder? Okay, da hast du recht. Ich hasse diese Szenen jetzt hier, Alter, ey. Und das in VR. Das ist ein pures Weggerenne in VR. Mein Gott, das wird jetzt richtig lästig. Hallo. Doch vor nichts wegrennen, wovor rennst du weg? Ja, hier kommen doch gleich Monster ohne Ende, ohne dass ich eine Waffe habe. Du kannst direkt in die Kapitänskajüte gehen und dir die Waffe da rausholen, ne? Du kannst die Waffe instant holen. Ja, jetzt muss ich mich hier erstmal durch das Wasser prügeln. Flashbacks habe ich schon völlig vergessen.
Was war das? Aber wie gesagt, wenn du da gleich durchgehst, kommst du ja von unten hoch und musst ja erstmal da Evelyn zuschauen, wie sie die Tür schließt, ne? Mhm. Wenn du dann da zu der Tür gehst und nach links gehst, den Gang durchgehst und dann direkt rechts in den Raum rein, da bist du halt von einem kriechenden Moldet einmal geschlagen, dann hast du schon instant die Pistole gefunden. Ja, das Problem ist aber, auf dem PC ist das vielleicht so schön, aber ich kann mich nur in 30 Grad drehen. Das ist total beschissen, wenn man wegrennen möchte. Wenn du verstehst, was ich meine. Nö, was meinst du? Weil ich hätte es schöner gefunden, wenn es normal wäre, also ohne diese scheiß 30 Grad. Aber ich glaube, das kann man auch nicht umstellen, oder? Steuerung. Laufgeschwindigkeit sehr langsam. Du kannst deine Laufgeschwindigkeit verändern? Steht hier. Deine Laufgeschwindigkeit. Wollte mich verarschen. Ich weiß nicht, ob sich wirklich meine Laufgeschwindigkeit dadurch geändert hat. Aber man kann diesen Winkel doch umstellen. Oh Gott, jetzt weiß ich aber, warum die diesen Winkel drin haben. Ich sehe jetzt noch schlecht. Wenn man sich auf einmal so smooth trägt, anstatt so ruckartig, ist das schon was anderes. Ist aber auf jeden Fall auch Gewöhnungssache. Hä? Irgendwie. Geschmeidig, fester Winkel, geschmeidig. Kamerabeschleunigung aus. Ich meine, man kann das bis auf... Boah, das will ich jetzt mal sehen. Bis auf was kannst du das? Oh Gott, ist das echt... Was ist? Was machst du bitte? Du kannst die Geschwindigkeit einstellen, wie empfindlich der Analogstick ist. Es geht bis plus 10 und plus 1 war mir gerade schon zu schnell. Also 1 war mir schon zu schnell und es geht bis 10. Ich hab gerade mal auf 10 gestellt. Wird der davon nicht schwindelig oder so? Ich bin total schlecht dadurch. Weißt du, gleich kommst du auf den Boden. Oh Gott, ist das so fertig. So. Und was gefällt dir jetzt besser, der 30-Grad-Winkel oder? Persönlich fühlt mir jetzt das... Ich glaube, was links-rechts gefällt mir besser. Es ist nur sehr komisch, weil hoch und runter funktioniert nicht. Das links-rechts? Ja, ich kann mich nach links und rechts drehen, aber nicht hoch und runter. Ach, aber eins ist schon fast so langsam, ey. Ist aber angenehm. Machen wir mal auf 2. Wo kriege ich die erste Inventarerweiterung? Im alten Haus? Keine Ahnung. Ich brauch's jetzt langsam echt. Der dreht sich trotzdem noch ultra langsam. Ich frage mich, ob ich noch Schaden kriege. Ich habe 4 Verteidigungs-Items. Teste es. Lass ihn einfach mal nicht dran verprügeln. Stehst du da so 5 Minuten, hau die Gegner auf dich ein. Ja, du siehst es ja an deiner Uhr mehr oder weniger, wenn du blockst und dann jedes Mal drauf guckst. Ist aber schön, dass ich kurz gegen Ende dann auch noch herausfinde, dass man das alles umstellen kann und so. Ne, wird leicht, finde ich. Hallo, Flashback bitte. Danke. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Es ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Er hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Warum machen die Pferde irgendwelche Waffen auf den Krieg? Ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Schon wieder voll verdreht, oder? Na, no, geht. Hier lag, glaube ich, eine antike Münze irgendwo. Ja.
Na, wie viele antike Münzen habe ich in VR gefunden? 10. Momentan. Hast du das Spiel jetzt ausgemacht, oder wie? Kannst du doch einfach gucken in den Statistiken. Ja, aber du hast ja für dich schon abgeschlossen, aber du kriegst ja noch ein paar. Ja, ich habe auch gerade gesagt, momentan. 10. Du hättest 15, hättest du alle bereits gefunden gehabt. Es gibt 3 am Schiff. Dann hätte ich nicht 15, dann hätte ich 16. Weil eine habe ich gerade am Schiff gefunden. Ja. Ich glaube, am Schiff habe ich auch wirklich nur die eine gefunden, oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Das ist auch einfach. Ich wollte gerade sagen, irre, weil ich gerade speichern bin und da stand irren aus. Poolliste. Was hast du angestellt? Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, wie das im Stream jetzt wirkt mit der VR. Kannst du mir mal anschauen. Was hast du denn jetzt eingestellt? Sie ist in mir, sie ist in jedem. Ja, dass ich mich mit einer Bewegungs-, also mit einer Drehgeschwindigkeit um 2 drehen kann. Ich weiß nicht, ob sich das im Stream. Also, es sieht jetzt wesentlich flüssiger aus, als ich beim letzten Mal geschaut habe, alles. Ja, weil ja jetzt diese 30-Grad-Winkel-Dinger da weg sind. Wie gesagt, aber ja. Sie sind deutlich angenehmer, die 30-Grad-Dinger, muss ich zugeben. Weil, wenn man selbst spielt und VR nicht so bemannt ist, sollte man mit 30 Grad spielen, finde ich. Das ist auch schade. Damit auch wieder VR potenziell vergeudet. Die kaputte Couch, die hier zum Beispiel ist, das ist einfach nur eine Textur, die übergezogen ist. Von den Beschädigungen her. Also da ist keine Tiefe drin. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, das sehe ich jetzt wahrscheinlich auf der Zähne, oder? Oder sehe ich das, ob da Tiefe drin ist? Es kann sein, dass bei dir Tiefe drin ist. Erinnerst du dich? Nein, ich meine, was? Wenn ich bei dir im Stream schaue. Was bist du? Ach so. Ich kann nochmal zurückgehen. Aber ich habe kurz gesehen, nicht richtig vernünftig, aber ich habe kurz gesehen. Es sah aber schon so aus, als wäre das schon irgendwie was. Also ich gehe natürlich, dass da nur so ein Effekt, der von der Zeichnung kommt. Ne, also da ist leider absolut keine Tiefe drin. Also in VR sieht man es auf jeden Fall sehr gut. Ja gut, logisch erkennt man es in VR sehr gut, wo Tiefe ist und wo nicht. Allein dieser ganze schwarze Schleim, ja, aber nicht alles. Ein bisschen davon ist auch einfach nur Textur. Man sieht es sogar. Wie dumm ist das denn? Dieser schwarze Schleim ist teilweise 3D modelliert und teilweise nur eine Textur. Und diese Textur von diesen 3D Dingern ist aber nicht ganz an der Wand und aber wirft einen Schatten. Cool. Das sieht richtig dämlich aus. Außerdem kann man da reingucken. Aber ein bisschen geschlampt haben die in der VR-Version schon. Ein bisschen was? Geschlampt. Schlampt? Geschlampt. Geschlampt. Ja. Von schlampig. Von Schlampe. Nein, von schlampig, nicht von Schlampe. Nein, von Schlampe. Ich habe jetzt entschieden, dass es von Schlampe, also ist es von Schlampe. Ich breche mir das Genick beim Hochgucken, Alter. What the fuck? Das ist die zweite antike Mütze, die hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch nicht gesehen.
Die zweite ist aber richtig mies versteckt, finde ich. Die zweite? Ja. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Ach so, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Die im Wasser, oder? Ja. Gesagt! Die hast du diesmal gefunden? Ja. Warte! Ich habe die ewig lang gesucht, obwohl ich wusste, wo sie ist. Ich habe es nicht gecheckt, wo das Ding ist. Jetzt ohne Pistole kann ich hier sehr wenig nur machen. Gleichzeitig ist das Problem, wo war der Speicherraum? Kann ich. Redest du mit mir? Nee. Moment. Aua. Ich bin doch echt. Das ist unglaublich. Okay, das klappt leider nicht. Man kann leider nicht cheaten. Ich bin gerade mit der VR. Ich bin gerade mit der VR-Brille in so eine Kiste reingegangen, um zu gucken, ob ich den Inhalt erkennen kann. Geht aber nicht. Ja, und dann ist es so eine Explosivkiste, wo nichts drin ist. Ich weiß, dass da nicht der Speicherraum ist. Die Tür hinter mir ist so, die Tür vor mir, glaube ich. Auch. Definitiv zu wenig Stunden. Naja, aber ich glaube, ich mache dann jetzt auch eine Pause. Wie lange streame ich eigentlich schon? Das musst du wissen. Steht doch bei dir auf OBS. Du kannst doch, ja, ich habe eine VR-Brille auf. Ja, du willst doch eh aufhören. Uptime, oder? Auf Twitch, ne? Ja. 3 Stunden, 6 Minuten, 54 Sekunden. Ja, das sollte erstmal reichen. Nee, du musst doch die 5 Stunden voll kriegen. Halt's mal, oder ich fick dich. Ganz im Ernst. Außerdem von wegen 20 Gigabyte. Es steht da sogar bei, dass die Dateien 30, noch was Gigabyte. Megabyte haben. Das war auch keine ernst gemeinte Ziffer. Aber was zur Hölle speichert der denn da alles, dass das wirklich so hardcore groß ist? Die Beile fragt, ob es normal ist, dass man seit einer Stunde kein Bild sieht, aber ich sehe ein Bild. Wie wär's mit Seite neu laden, Lady Beile? Hört sie uns denn? Scheint so. Naja, nicht, dass sie jetzt gerade einfach nur darauf reagiert hat, dass du Uptime geschrieben hast. Frag sie mal. Seit einer Stunde kein Bild. Ich sehe es ja selber. Ja, kann ja sein, dass das neu laden muss. Moment eben. Oh. Ich denke mal, das hat sie gemacht, weil die war gerade eben zumindest auf der Twitch-Liste nicht mehr vorhanden. Ich höre gar nichts, wenn du mit mir reden solltest. Kein Bild, kein Ton seit einer Stunde, nur Blackstream auch mit Neuladen. Nothing. Ich gebe dir mal deinen YouTube-Link. Schreibe ich in meinen Chat. So, jetzt höre ich dich wieder. Ich schreibe ihr mal, also sie sagt, sie hat gar nichts. Ich schreibe einfach mal deinen YouTube-Link in den Chat, dass sie vielleicht da mal gucken kann, ob sie da was hat. Weil sie guckt gerade auf Twitch. Ja, ich sehe es gerade. Also, dass sie es auch schreibt. In meiner Videovorschau wird zumindest noch was angezeigt. In meiner Videovorschau wird zumindest. Also, ich musste gerade bei mir auf Twitch auf Play drücken, damit es läuft. Da hat es nicht automatisch gestartet. Ja, gut. Das muss ich auch immer, aber da ist ein dicker Play-Button. Das stimmt schon, das sollte man nicht übersehen. Vor allem scheint sie ja auch ein bisschen Ahnung von Technik zu haben. Dann dürfte das nicht passieren.
Vor allem über eine Stunde. Ja, wahrscheinlich wundert sie sich daher, weil es halt immer noch angezeigt wird, dass der Stream online ist, sie aber selbst nicht sieht. Moment, ich kann ja auf...